Moin Moin, hier ist Horst. Ja, ich grüße euch erstmal auf meinem Kanal und freue mich natürlich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute geht es einmal um meine Photovoltaikanlage. Wir wollen uns mal jetzt anschauen, was hat die Photovoltaikanlage im letzten Jahr eingespeist, was haben wir für Netzbezug gehabt, was haben wir ins Netz eingespeist und natürlich auch für 2021 vom Januar bis jetzt zum 14. November. Habe ich natürlich auch die Zahlen und das gucken wir uns in einem Video an und ich erzähle euch dann, was haben wir jetzt erzeugt, was haben wir eingespeist, was haben wir selbst verbraucht und so weiter und so fort. Natürlich auch den Autarkiegrad, den erfahrt ihr auch. Und warum haben wir so viel verbraucht, warum haben wir so wenig Sonne gehabt, kann ich natürlich nicht sagen, aber es gibt schlechte Monate und es gibt gute Monate und das sehen wir dann auch hier auf dem Video. Also, wenn euch das interessiert, würde ich sagen, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Nach dem kleinen Intro geht's los. Bis dann. Dann fangen wir auch gleich einmal an und zwar mit den Tageswerten für den Oktober. Hier sehen wir jetzt, dass wir hier 5 Spitzen gehabt haben. Das kommt daher, dass wir unseren Tesla ziemlich leer gefahren haben und wir natürlich nachladen mussten. Daher kommen hier die großen Verbrauchswerte für den Oktober 2021. Jetzt haben wir im Oktober 384 Kilowattstunden verbraucht und daher jetzt auch nur 54% Autarkie gehabt. Wir haben hier einen Netzbezug von 46% verbuchen müssen. Obwohl ich jetzt unseren Tesla 5-mal geladen habe, schlägt der Oktober einen niedrigeren Verbrauch zu Buche. Das kommt aber daher, dass wir einmal nach Wildpolsried zur Firma Sonnen gefahren sind und daher eine Woche nicht im Hause gewesen sind. Denn wir hatten ja bei der Firma Sonnen ein Gespräch geführt wegen der Sonnenflat Home und der Sonnenflat X. Ich verlinke euch hier oben nochmal das Video, das erste Video mit dem Gespräch von der Firma Sonnen. Insgesamt habe ich dort ja 5 Videos gemacht. Ja, aber kommen wir jetzt einmal zu den Zahlen. Wir haben im Oktober 602 Kilowattstunden erzeugt, haben davon einen Eigenverbrauch von 41% gehabt. Und die Netzeinspeisung betrug 59%. Ja, die 59% kommen natürlich daher, dass wir die eine Woche nicht im Hause gewesen sind und dadurch natürlich jetzt hier eine hohe Einspeisung trotz geringer Ausbeute gehabt haben. Wenn wir jetzt die Autarkiequote von 54% nehmen, haben wir 208 Kilowattstunden vom erzeugten Strom selbst genutzt. Wobei hier natürlich auch der Strom aus der Batterie genutzt wurde. Wir mussten dafür aber auch 146 Kilowattstunden aus dem Netz ziehen. Das kam daher, wie schon gesagt, dass wir unseren Tesla laden mussten. Wir schauen uns jetzt einmal die Jahreswerte auf diesem Blatt an. Und da sehen wir, dass wir 3856 Kilowattstunden Verbrauch gehabt haben und eine Erzeugung von 8810 Kilowattstunden. Dabei habe ich jetzt den halben Monat November dazu gerechnet. Damit haben wir eine Autarkie von 70% gehabt und einen Netzbezug von 30%. Wenn wir das jetzt in Zahlen umsetzen, dann haben wir bei den Verbrauch von 3856 Kilowattstunden 2699 Kilowattstunden, die wir aus unserer PV-Anlage selbst verbraucht haben. Der Netzbezug lag damit bei 1157 Kilowattstunden. Beide Werte sind berechnet vom 01.01.2021 bis zum 14.11.2021. Damit enthalten sind natürlich auch die Batterieladungen. Bei dem Eigenverbrauch liegen wir bei 35% und der Netzeinspeisung bei 65%. Dies wieder in Zahlen ausgedrückt, sind es beim Eigenverbrauch 3083 Kilowattstunden
und bei der Einspeisung in das Netz liegen wir dann bei 5.727 Kilowattstunden für dieses Jahr 2021 bis einschließlich Mitte November. Wenn wir uns jetzt einmal das Vorjahr anschauen, haben wir in 2020 9.900 Kilowattstunden erzeugt. Davon haben wir 42% Eigenverbrauch und somit 4.158 Kilowattstunden aus der Photovoltaikanlage verbraucht. Bei der Einspeisung sieht es wie folgt aus. 58% Einspeisung ins Netz, das sind dann 5.742 Kilowattstunden. Bei den Autarkiewerten sieht es dann wie folgt aus. Wir haben 5.086 Kilowattstunden Verbrauch gehabt. Davon sind 74% Autarkie und 26% Netzbezug. Dies wieder in Zahlen ausgedrückt sind es dann 3.464 Kilowattstunden, die wir aus der PV-Anlage selbst genutzt haben. Somit lag der Netzbezug bei 1.322 Kilowattstunden für das gesamte Jahr 2020. Damit ist der Februar in 2021 bedeutend besser gewesen als der Februar in 2020. Aber wollen wir mal abwarten, wie jetzt noch der November und Dezember wird. Kann ja sein, dass dann auch mal ein bisschen mehr die Sonne rauskommt und dann gleicht sich das eventuell wieder aus. Wir sehen jetzt auch die 4 Monate, wo der Ertrag nicht so gut gelaufen ist. Im Januar hatten wir 190 Kilowattstunden Ertrag, aber auch einen Verbrauch von 367 Kilowattstunden. Im Februar war es dann schon etwas besser. Der Ertrag lag da bei 327 Kilowattstunden, aber dafür lag der Verbrauch wieder etwas höher. Und zwar hatten wir da wieder den Tesla geladen und der Verbrauch lag dann bei 449 Kilowattstunden. Der Spitzenmonat ist der April in 2020 gewesen. Da haben wir eine Erzeugung von 1440 Kilowattstunden gehabt und einen Verbrauch von 354 Kilowattstunden. Damit konnten wir dann 1086 Kilowattstunden Grünstrom ins Netz einspeisen. Dann sehen wir am Ende des Jahres 2020, dass im November der Ertrag etwas weniger gewesen ist als der Verbrauch. Denn der Ertrag lag bei 288 Kilowattstunden und verbraucht haben wir 303 Kilowattstunden. Somit fangen die schlechten Monate wieder für eine Photovoltaikanlage an. Im Dezember sehen wir hier, dass hier die Balkengrafik für die Erzeugung fehlt. Warum jetzt auch immer. Wir können aber dennoch einmal dort rauf und uns die Werte anschauen. Bei der Erzeugung lagen wir im Dezember bei 116 Kilowattstunden und beim Eigenverbrauch bei 376 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt wieder in das Jahr 2021 gehen und dort einmal den Januar und Februar genauer anschauen, haben wir im Januar eine Erzeugung von 156 Kilowattstunden und einen Eigenverbrauch von 432 Kilowattstunden, inklusive ca. 90 Kilowattstunden für unseren Tesla. Hier sehen wir aber auch, dass der Monat Februar bedeutend besser gewesen ist als im Vorjahr 2020. Denn hier haben wir eine Erzeugung von 410 Kilowattstunden und einen Verbrauch von 347 Kilowattstunden gehabt. Ja, das waren also jetzt meine Werte aus 2020 und 2021, also bis zum 14. November. Und ja, ich kann also jeden nur raten, wer jetzt eine PV-Anlage aufs Dach nehmen möchte, der sollte das unbedingt machen und dann möglichst auch das Dach vollpacken. Es geht jetzt nicht unbedingt um den Speicher. Der Speicher sollte also grundsätzlich immer etwas kleiner sein wie die PV-Anlage, weil ihr im Winter, wirklich der Winter ist wirklich schlecht und so wie ich das jetzt sehe, die nächsten 14 Tage kommt auch fast keine Sonne raus. Also das wird also wirklich ein ganz schlechtes Jahr für uns, also ein ganz schlechter Oktober, wollen wir mal so sagen, und da kriegen wir nicht viel raus. Und ja, Speicher sollte auf alle Fälle dabei sein, aber nehmt ihn nicht so groß, nehmt ihn so, dass ihr immer gerade mal so auskommt im Sommer, denn im Winter, ihr schafft nicht, den Speicher voll zu machen.
Ja, und was auch immer wichtig ist, ladet euer E-Fahrzeug, wenn möglich, am Tag auf mit Überschussstrom, wenn es geht. Wenn ihr natürlich arbeiten müsst und das Auto ist nicht da, fragt mal euren Chef, wenn der irgendwie eine Halle hat oder was weiß ich, wo ihr euer Auto aufladen könnt. Das wäre natürlich dann auch am günstigsten. Ja, ansonsten, wie gesagt, das soll es heute gewesen sein. Und ich werde dann auch mal diese Abrechnung machen, was wir jetzt also eingespeist haben, was ich dann vom Netzbetreiber bekommen habe, was ich an Stromkosten gespart habe. Da mache ich also so eine kleine wirtschaftliche Auswertung nochmal. Die wird wohl dann auch dieses Jahr noch kommen. Und wenn ihr Lust habt, schaut dann wieder rein. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, bleibt alle gesund und schönen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt bis zum Ende. Tschüss, euer Horst, bis zum nächsten Mal.